Diese biblische Tatsache lässt sich am Beispiel eines Menschen veranschaulichen, dessen Haupt dem Gottvater gleicht, sein Arm dem Gottgeist und die Hand dem Gottsohn. Wenn nun das Haupt den Willen hat, einen wertvollen Gegenstand aus einem Feuer zu bergen und es keine andere Möglichkeit hierfür gibt, als diese Kostbarkeit mit bloßer Hand von dort herauszuziehen, dann wird der Nervenimpuls hierzu vom Haupt des Menschen über den Arm bis zur Hand übertragen, welche schließlich in die brennende Gluthitze greift und das zu rettende Objekt von dort hinauszieht. Wer hat dann den Gegenstand geborgen? Die Hand, der Arm oder das Haupt der Person? Handelte hier nicht der ganze Mensch in der übereinstimmenden Einheit all seiner Teile? Macht es Sinn, seine Leibesteile gegeneinander auszuspielen und zu behaupten, es könne keine Einheit geben, denn allein das Haupt sei der Mensch und man würde drei Menschen erfinden, wenn man sagte, der Arm und die Hand seien ebenfalls der Mensch. Ebenso macht es auch keinen Sinn, die Trinität Gottes zu leugnen. Vater, Geist und Sohn handeln in einer wesensmäßigen Einheit, denn sie sind eine einzige Gottheit, welche auf Golgatha folgendermaßen agierte. Der Wille des Vaters, welcher das Haupt des Christus ist, war, dass der Sohn, die Hand, für uns in den Tod geht, damit wir gerettet werden.